Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opalmi, herzlich willkommen zurück bei Sylain und bei Skyrim Special Edition. Ja, wir haben Lucia ein Zuhause geschenkt und da ist sie sehr glücklich und wir haben genächtigt, wir sind ausgeruht und wir wollten uns auf den Weg machen zu den Graubärten, aber oh, wir haben eine Schmiedschürze, wie geil. Aber Sylain hat sich überlegt, er würde ganz gerne nochmal zu diesem Lager gehen, wo die Diebe waren, die ihn rausgeschmissen haben aus dem Haus. Ah, guck mal, Lucia geht raus. Na, guck. Und würde gerne nochmal gucken, was da so noch zu holen ist, bevor er sich dann endgültig auf den Weg macht zu den Graubärten. Das ist eine Sache, die er gerne noch zu Ende bringen würde, weil er hat ja schon angefangen, aber er musste dann fliehen, weil die waren doch sehr, sehr stark. Ihr erinnert euch vielleicht. Und ja, deswegen hat er beschlossen, da jetzt nochmal hinzugehen und zu gucken, was sie denn da so bewachen. Da, wo diese Grube im Boden war, wo man runterfallen konnte. Was sie da so bewachen und was da so Wichtiges ist. So, da sind wir wieder. Mau. Wo ist Mau? Ich höre Mau und sehe keinen. Was ist hier los? Was macht ihr hier? Okay. So, ja. Wir gucken mal eben, was sagen unsere Taschen. Die sind soweit frei. Wunderbar. Dietrich haben wir. Bier haben wir. Noch eine Kleinigkeit essen, bevor wir loslegen. Vielleicht noch eine Backkartoffel schnell. Das kann doch nicht schaden, oder? Und noch ein Bierchen. So. Damit wir gefrühstückt haben und dann wollen wir mal schauen. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arcadias Kupferkessel vorbei. Aha. Ja, da, jo, war, ach ja. Also, was soll ich dir erzählen, Junge? Da war ich schon tausendmal. Oh, Moment. Oh, entschuldigt, das ist wieder so ein, ach ja. Ihr kennt das ja nicht anders bei mir, ne? Ja, dann lasst uns auch mal hier zu dem Lager. Welches war das hier, ne? Lager stehender Strom. Ich glaube, der war's. Schnellreise. Nein, nein. Wir wollen nur so das was finden. Danke. So, dann wollen wir mal gucken. Und wieder die epische Musik. Ich liebe es. So. Da, die Richtung. Okay. Ui, ja. Das ist ja jetzt nicht gerade schleichen, was er hier macht, ne? Unser Sylain. Und hier sind immer noch keine neuen Banditen. Nein. Sehr schön. Entdeckt? Ja, ja, das ist das Pferd. Schleichen verbessert. Da läuft einer. Macht der Rotwand-Drohnen hier? Das war schon alles. Wirklich? Ihr werdet noch heute sterben. Ja, ja. Komm her, du. Ha! Was war das? Was wollte der? Und wo ist er? Da. Rotwand-Drohnen. Was wollte der? Keine Nachricht, nix.
Kaiserliche Rüstung, naja, die kannst du behalten. Wundertrunk der Stärke, den nehmen wir natürlich mit. Aber warum der uns angegriffen hat, wissen wir nicht. Wieso hat er denn nicht beide Waffen in der Hand, Mensch? Was ist los mit dir, Mensch? Wildrain. Du hast doch hier noch eine Axt, genau. So, genau, so muss er machen. Und dann zuhauen. Naja, warum auch immer. Wir haben keine Ahnung, was dieser Angriff zu bedeuten hatte. Warum dieser Rotwadron jetzt plötzlich auf uns abgesehen hatte. War das noch einer aus dem stehenden Lager, aus dem Flusslager-Dingen da? Das wissen wir nicht. Aber normalerweise stehen da Diebe oder irgendwie sowas. Naja. Wir schauen einfach mal. Bis wir da sind, sind wir auch wieder geheilt. Hier war was zu pflücken. Ja, damit. Danke. So geil, ne, mit diesen umgefallenen Bäumen und so am Meer. Ah ja, jetzt kommen wir langsam dahin. Da bin ich mal gespannt, ob die immer noch hinter der Tür auf uns warten. Das wäre sehr dumm. Das wäre überhaupt nicht gut. Oder ob die sich mittlerweile wieder eingekriegt haben und wieder abgehauen sind. Oder vielleicht sind da schon wieder neue nachgekommen. Das sind alle Sachen, dann weiß man nicht so genau. Also wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir sofort wieder rausrennen. Bäh. Mach mir nicht das Hemd am Flattern, Vögels. Ich gehe mal gleich auf die Äxte. Ich gehe mal mit Äxten da rein. Falls die da noch warten. Dass ich direkt mit Äxten zuschlagen kann. Und? Eieieiei. Der stand hier tatsächlich noch, aber der hat uns nicht entdeckt. Hab ihm doch gesagt, der soll einfach das Gold ausdrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Da ist aber nur noch einer. Also so wie ich das sehe, ist da nur noch einer. Das war der Rotwadron, war tatsächlich wahrscheinlich der zweite, der hier drin war. Und wir sind nicht versteckt. Jetzt sind wir wieder versteckt. Eieieiei. Nie genug Gold. Das kennt man ja. Nie genug Gold. Habe ich hier gerade eine Falle ausgelöst oder was? Jo. Aber die war schon ausgelöst. Gott sei Dank. Da liegen die Steine schon. Eieieiei. Da liegt der eine. Ja, ja. Und zwei waren noch hinter mir, ja. Und der ein. Mein Gott, der hat mich schon wieder entdeckt. Der hat mich doch schon wieder entdeckt. Aha. Der ist aber sehr wachsam. Stufenaufstieg möglich. Dann machen wir das doch mal eben. Dann machen wir das doch mal eben. Da habe ich ja irgendwie gar nicht mitgekriegt.
Noch mal Gesundheit, na klar. Und Redekunst, nein. Schleichen, wenn's geht. Aje. Ah, das ist keine Druckplatten auslösen. Dann nehmen wir vielleicht doch lieber Bogen oder Rüstung. Schießkunst. Ah, da fehlt noch ein bisschen. Das ist Adlerauge. Todesschuss. 10% Chance für einen kritischen Treffer. Oder gehen wir auf Dingens, auf Verteidigung. Leichte Rüstung. Steigert den Rüstungswert. Das ist natürlich dann, ne, defensiv. Ja, ich glaube, das machen wir. So. Okay. Schade, ich hätte gern noch mehr Schleichen gehabt. Aber egal. Guck mal, der hört uns sofort. Das Auge geht sofort auf. Ja, deine Fantasie ist mit dir durchgegangen, genau, mein Freund. Oh. Hier hört sich doch an, als wären doch noch zwei. Da ist der Boss. Da ist er. Ich hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausholen. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Immer wehren die sich. Immer diese Wehrerei. Ist da jemand? Jetzt lass uns mal ein Stück abhauen. Gell? In der Hoffnung, dass er uns nicht sieht. Aha. Das hat gut geklappt und ich glaube, der eine ist schon tot. Ich glaube, die haben mal drei Schüsse hintereinander schnell geschossen. Das hat gereicht. Jetzt müssen wir den nächsten Kill, den Boss noch. Da steht er. Und ich glaube, der ist tot, oder? Den haben wir, glaube ich, erwischt. Oder? Ich sehe ihn nicht. Nicht wirklich. Guck mal, da ist so ein... Aber ich habe kein Feuer. Vielleicht hier die Dinger? Den runterfallen lassen? Geht das? Könnte sein. Das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Hört sich eigentlich eher langweilig. Komm her. Ja, bin ich auch. Jo, das war geil. Jawohl, das haben wir geschafft. Sehr geil. Ja, wir haben's. Hurra, hurra. Hurra, hurra. So, ja, dann schauen wir mal. Was hat er denn? Mein lieber alter Nordpfeil, Eisenpfeil. Ja, bisschen Dolch, bisschen Wert hat er ja schon. Hier, guck mal. Oh ja. Ja. Schwer, aber wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es mal mit. So, hier haben wir schon geräumt, ne? Genau. Dann können wir ja gleich nach unten gehen. Was haben wir hier noch drin? Roter Apfel. Karotte. Naja, Essenskram halt. So, und hier haben wir den Mammut. Und hier haben wir... Hier liegt er. Da haben wir ihn.
Was hast du denn Schönes? Oh, je. Ah, Zaubertrank per Heilung, den nehmen wir natürlich mit. Und die hatten wir schon, echt? Nee. Ah. Jetzt haben wir ihn. Wilderer Beil. Nee, lass mal. Kannst du festhalten. Das wollen wir nicht. So, was haben wir denn hier noch? Oh, guck mal hier. Mammutstoßzähne. Jo. Die nehmen wir mal mit. Und was haben wir denn da? Mammutrüssel? Nee. Die sind nichts wert. Haben wir hier noch? Hier noch irgendwas? Hier drin noch irgendwas? Da ist noch eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Einmal knacki, knacki machen. So rum. Jawohl. Vielen Dank. Ah, das nehmen wir mal alles mit. Gold, Diadem, ja. Je nachdem, Diadem. Was haben wir hier noch? Kartoffeln. Aber hier oben lag doch, da liegt doch noch ein Geldbeutel. Ich wusste doch, da war doch noch was. So, was haben wir hier noch? Tränke. Oh ja. Eisenerz, Silbererz, naja, aber hier, Tränke. Wein haben wir noch, Zaubertränke, sehr geil. Jawohl, Gesundheit. Gold, jo. Und noch mehr Tränke und Mineralerz umwandeln. Da hat Silra ihn gleich das Gefühl, dass er ein ganz wichtiges Buch gefunden hat. Mineralerz umwandeln. Ah, Salz, das nehmen wir mit. Was haben wir hier drin? Zwergenstreitkolben, naja. Leichen wird um 15% verbessert. Ja, das sind doch mal Sachen, die wir gut gebrauchen können. Dann lass uns doch mal den Ring anziehen hier. Wo ist er denn? Da. Nochmal verbessert. Sehr schön. Sehr schön. Schleichen nochmal verbessert. Was haben wir hier noch? Noch ein paar Zaubertränke, sehr schön. Das hat sich echt gelohnt hier. Das hat sich wirklich gelohnt. Was ist denn in der Kommode? Eine Kleidung. Oh, da können wir mal was Schickes anziehen. Den nehmen wir mal mit. Haben wir mal was Schickes anzuziehen. Ja. Was haben wir hier noch? Irgendwas Verstecktes? Naja, der Mammut. Mammutrüssel, ne, den brauchen wir nicht. Mein Gott, hier alles voll Blut. Haben wir hier noch? Wie ist die Esse? Da liegt noch ein Goldbeutel. Den hätten wir gerne. Da. Danke. Ja. So, jetzt aber. So, und hier ist noch eine Höhle, da müssen wir nur aufpassen. Hier haben wir nochmal Pilze. Und hier ist überall Eisenerz. Aua! Das war die Bärenfalle. Sehr schön.
Sehr gut gemacht, Sildrain. Aber das lassen wir jetzt aus, oder? Na, wunderbar. Wenigstens den Stolperdraht lässt weg. Ja, hätte sie jetzt den Dingens, ne? Dass sie keine Fallen mehr auslöst, dann wäre alles gut gewesen. So, was haben wir denn hier noch? Und hier ist nämlich dieses Loch. Genau. Hier haben wir nochmal einen Geldbeutel. Dann haben wir noch einen Geldbeutel. Und hoch, 11. Gold, Dietrich. Und da liegt nochmal Gold. Da liegt noch ein Goldbeutel. Den hätte ich gerne. Den hätte ich gerne. Wie komme ich denn da dran, ohne mich hier zu verletzen? Nee, geh mal ein bisschen an der Seite. Genau. Da. Wunderbar. Der Hirsch. Was hat der denn? Oh, großes Geweih. Das nehmen wir mit. Hirschfell. Naja. So. Dann gehen wir wieder zurück. Und damit haben wir das Lager stehende Strom auch gemacht. Die Aufgabe erfüllt. Da können wir uns noch da können wir uns noch Gold abholen beim Vogt. Da ist noch eine Falle. Da treten wir mal lieber nicht drauf. So, und jetzt haben wir ein Buch, da müssen wir unbedingt reingucken. Ein Buch, das es so nirgendwo gibt, nur hier. Und zwar Mineralerz umwandeln. Wandelt ein Klumpen rohes Eisenerz in Silber oder Silbererz in Gold um, wenn der Zaubernis welches bei sich trägt. Einer der Zauber, die man unbedingt lernen muss. Ob man zaubernd oder nicht. Diesen Zauber muss man lernen. Einfach aus dem Grund, weil, ne? So. Den machen wir mal auf links. Meine Magika ist niedrig, ja, ja. Golderz hinzugefügt. Und schon haben wir... Ich meine, wir haben wenig Magika, keine Frage. Aber schon haben wir aus dem Silbererz ein Golderz gemacht. Und genauso können wir aus dem Eisenerz ein Silbererz und aus dem Silbererz wieder ein Golderz machen. Das ist natürlich eine feine Sache. Und deswegen, ne? Das ist das, wo die immer von reden hier, die Banditen. Ah, Magier, das ist Macht. Die machen aus Eisen Gold. Genau, das ist der Spruch. Und den gibt es nirgendwo zu kaufen. Den gibt es nur hier zu finden. Naja, wie dem auch sei, das weiß Sildrain natürlich alles nicht. Er hat nur das Gefühl, einen sehr mächtigen Zauber. Und den will er natürlich lernen und auch beherrschen. So als kleiner Notgroschen. Sagen wir mal. So. Jetzt müssen wir uns wieder hier unsere Waffen spezialisieren. So, wo haben wir denn hier die Axt? Genau. Und da die Axt. Wunderbar. Und wir nehmen wieder unseren Bogen und zurück geht's. Auf nach Weißlauf. Alles verkaufen, was wir haben. Verbranntes Buch, na super, das brauchen wir nicht. Und dann geht's auf zu den Weißbären, Graubären. Wir haben alles an Pilzen und so eingesammelt, wunderbar. Sonst haben wir hier nichts mehr. Aber der uns da entgegenkam, war nicht der aus der Höhle. Die beiden waren nämlich beide noch hier. Also. Und der Ende stand sogar noch hier. Da muss man sich mal vorstellen, wie nachtragend der ist. Dass der immer noch da rumsteht.
So, dann lass uns mal zurück nach Weißlau. Die Taschen leer machen, den Vogt bis aufsuchen, das Geld abholen, uns verabschieden von Lydia und Lucia. Oder Lucia heißt sie. Nicht Lucia, Lucia. Und dann werden wir weiter unseres Weges ziehen. In der Gewissheit, dass unsere Lieben gut untergebracht sind. Es ist so schön, dann die Musik dazu und man möchte da gar nicht reinquatschen. Ich weiß, das ist ein Let's Play und wenn man länger als 10 Sekunden nichts sagt, wird es langweilig, aber manchmal ist einfach, ja. Es ist echt atemberaubend. Atemberaubend, kann ich nur sagen. Ja, dann sind wir ja gleich da und dann schauen wir mal. Wahrscheinlich müssen wir noch mal einmal übernachten, so wie es aussieht, weil es scheint Abend zu werden. Mein Gott, geht auch hier. Dass der Händler schon wieder Eier macht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Ring, der uns noch leichter und besser schleichen lässt. Das ist ja schon mal richtig geil. Noch mal ein paar Prozente mehr beim Schleichen. Und wenn wir dann beim Schleichen jetzt noch ein bisschen aufleveln, dann können wir noch mal besser schleichen. Aber ich glaube, die sind nicht mehr da, ne? Ah, vielleicht ist noch drin jemand. Das wird doch noch loswerden, das Zeug. Guck mal. Hi. Huch, so habe ich euch ja noch nie hier erlebt. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Mir auch. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Grau. Ja, weiß ich doch. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Okay, lass uns handeln. So, geheiligter orkischer Bogen. Eieieiei, du hast ja feine Sachen auf einmal. Was ist denn hier los? Orkischer Bogen. Zwergenbogen. Schaden 20. Und was macht der orkische Bogen? Schaden 17. Eigentlich müsste ich mir den Zwergenbogen holen. Was haben wir denn? Orkischen Bogen, der macht 17. Den können wir dann verkaufen. Ah, der ist ja teuer, ne? Aber was soll's, guck mal. Wir werden sicher noch einen finden, denke ich mal, über kurz oder lang. Aber, ne? Man weiß es ja nie so genau. Aber vielleicht finden wir sogar noch einen verzauberten Bogen, wer weiß. Zwergenbogen, oder nehmen wir den? Wir nehmen den jetzt.
egal. Wir kaufen den und fertig. Und wir verkaufen unseren. So. Was haben wir hier noch? Stahlaxt der Schwächung. Genau. Magierschaden. Da ja, Lula. Den Streitkolben. Und das. Jetzt hat sie ja genug Gold. Wir haben ja Gold rausgehauen. Was soll's. Das muss auch mal sein zwischendurch, gell? So, die beschlagene Rüstung kannst du mal wieder haben. Und die Handschuhe kannst du haben. Und den Helm kannst du haben. Ja, siehst du wohl. Und hier das Eisenerz und das Golderz. Wunderbar. So, das ist ja schon mal viel wert. Wir sind auf der Hut, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir auf der Hut. So, was haben wir denn hier? Schauen wir nochmal. Den müssen wir jetzt erstmal ausrüsten. Was haben wir denn hier noch? Die Mammutstoßzähne, die müssen schon hier bleiben. Sonst noch irgendwas? Nö, wenn ich die... denke mal, wenn ich die Stoßzähne hier lasse, dann den Rest kann man einfach so mitnehmen, oder? Ja, hier Kupferdiadem und so ein Zeug, okay. Das kann man noch in eine Truhe schmeißen. Das kann man noch in eine Truhe schmeißen. Kann ich euch helfen? Nee, nee, alles gut, du brauchst nicht helfen. Ist alles super. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier noch? Genau. Hier, alles hier rein, genau, wunderbar. So, dann bringen wir mal unseren Schmuck nach oben. Ich glaube, neue Bücher doch. Ach ja, wir haben noch ein Zauberbuch gekriegt, genau. Aber das müssten wir eigentlich verkaufen. Was sollen wir damit? So, feine Kleidung, die packen wir mir hier rein. Das nehmen wir mit. Das ist die Feuerresistenz, die flinken Finger, die nehmen wir mal mit. Das kann hier bleiben. Ring des Schleichens nehmen wir auf jeden Fall mit. Rolle des Feuerballs, bisschen Essen. Ja, wir haben noch, das Zauberbuch. Das können wir auf jeden Fall noch verkaufen. Und die Mammutstoßzähne, genau, die wollten wir ja hier rein tun. Hier kommen die Mammutstoßzähne rein. So. Da. Da, ganze Gewicht mal loswerden hier, genau. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, essen wir noch was. Kleinigkeit und dann gehen wir ins Bett. Und morgen gehen wir eben zum Vogt und dann brechen wir auf. Dann haben wir es. Was machen wir denn? Angebratener Schlachterfisch. Den essen wir noch. Bierchen dazu. So. Und dann wird geschlafen. Ach, das ist ja erst 7:30. Naja. Da kannst du mal sehen, wie gesund wir leben im Augenblick. So. Dann lass uns mal ausruhen. Und dann gehen wir zum Vogt hoch. Und dann holen wir uns das Geld, dann verkaufen wir noch das Zauberbuch. Hi Lydia, pass gut auf die Kleine auf und auf dich und auf das Haus und alles. Dauert ein paar Tage, bis ich wieder da bin. So. Ah. Sag mal ehrlich, so eine Gegenlichtaufnahme hat doch was, oder? Ist doch mal nur krass, ey. Nur krass. Na, ja, jetzt noch zu. Dann lass uns nach oben gehen. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Was? Nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Ach. Brill? Vor ein paar Jahren ging es mir nicht gut und ich begann zu trinken. Aber Wigner hat mir diese Schwäche ausgetrieben. Ach, du bist einer der Gefährten. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Was? Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflagten Meere sollen noch Betten frei sein. Ey, ich hab 11 Stunden geschlafen oder 12. Und
dieses... Ovidstadt ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. Da bist du hier, weißt du, da bist du hier einer der höchsten im ganzen Ort und dann sagt der diebische Schlange zu dir. Das sind so die Sachen, wo ich sage, naja, da hätten sie noch ein bisschen arbeiten können dran. Das hätte nicht sein müssen. Da kann man doch so ein Dings einfügen, wo das Programm dann weiß, aha, der hat die und die und die Quests erledigt. Also muss man jetzt andere Textdateien lossprechen. Da kann man diese diebische Schlangensachen einfach nicht mehr sagen. So, wo bist du denn hier, mein Freund? Ah, hallo. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ich weiß. Guck mal, ich wollte dir was verkaufen. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Ja. Aber ich brauche die nicht und deswegen sollst du die kriegen. Guck mal. Das war ja ein Buch. Hier. Na, bitteschön. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Nö, lass mal. Kein Bock drauf auf Winterfeste. Wo ist der? Wo? Ah, da. Mögen die Göttlichen euch segnen. Hier, guck mal hier. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Guck mal hier. Der Banditenanführer ist tot. Ausgezeichnet. Ja. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Ja, ich weiß. Her mit der hier Kohle. Hier ist eure Belohnung. Ja, her damit. 100 Gold, ah, toll, ey. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Wenn man bedenkt, wie gefährlich die waren, ist 100 Gold echt nicht viel. Mein lieber Mann. Naja, wie dem auch sei. So, wir haben soweit alles erledigt. Wir haben wunderbares Reisewetter, es ist früh morgens. Wir machen uns auf den Weg. Ach, Kätzchen, da bist du ja wieder. Auf zu den Graubärten. Doch ihr wart eins, ein Mensch. Damit wir ihr endlich mal... Umgetäudelt. Hau ab, du Doofkopf. Ah, der Kampfgeborene. Ja, müssen wir ja auch noch mal klären. Hier war noch einiges unklar mit den Kampfgeborenen. Fällt mir gerade mal so wieder ein. Da gab es auch noch irgendwas, wo man sich drum kümmern konnte. Aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir demnächst mal. Nicht so wichtig. Nein. Nein, ich brauche kein neues Schwert. Ach so, habe ich meinen Bogen in die... Ah. Wo wir gerade von neues Schwert reden. So. Ja, dann geht's auf nach Flusswald. Und dann geht's weiter nach... Elgen, wo uns der Drache beinahe erwischt hätte. Besser gesagt, wo wir beinahe den Kopf abgeschlagen bekommen hätten. Und dann von da aus geht's weiter Richtung Graubärte. Und um uns die ganze Sache ein bisschen zu erleichtern, holen wir uns jetzt das Pferd. Dass wir wenigstens bis Flusswald schon mal reiten können. Vielleicht sogar bis Elgen. Müssen wir mal schauen. Darf ich jemand so drüber? Das wäre sehr schön. Dankeschön. Sehr lieb. Danke. Sehr nett. So. Ja, da müssen wir mal aufpassen. Also, wenn wir in Helgen reinreiten, da müssen wir mal gucken, ob die Wachen noch da sind, ob die Kaiserlichen noch da rumsitzen, stehen, ob die uns immer noch den Kopf abschlagen wollen. All diese Dinge. Da müssen wir dann erstmal vorsichtig sein. Da müssen wir erstmal uns anschleichen und mal gucken, was da so los ist. Aber bis dahin können wir ohne weiteres ein Stückchen reiten. Na du, großer Elch. Wo sind wir denn hier schon wieder?
Diese Baum-App ist ja toll, diese Baum-Mod. Mod. Aber die verändert ganz schön die Gegend. Muss ich ja mal sagen. Da ist es nicht so einfach, sich zurechtzufinden. Für Nebel. Hier brennt irgendwo. Was ist das für Nebel hier? Echt jetzt? Ich sag, war doch gerade noch klarer Himmel, Sonnenschein. Hallo? Das muss doch nicht sein hier, oder? Oh, ein paar Reisende. Ja, komm schon. Also, das brauchen wir doch wirklich nicht hier, so ein Nebelzeug. Was soll denn das? Obwohl, das sieht ja so aus, ne, wie ein verwunschener Wald, so ein bisschen. Und ein tolles Anfangsbild gibt das so mit Pferd und so. Wir müssen noch die 1 drücken. Damit wir unseren Bogen noch am Rücken haben. So sieht besser aus, siehst du? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt, was die Graubärte von uns wollen. Ach, die Patrouillenhunde, ob die auch wieder da sind? Bestimmt. Ich glaube, da ist schon einer, oder? Da. Ja, die laufen hier immer hin und her. Die Patrouillenhunde. So soll das sein. Und da ist der zweite. Jawohl. Alles gut. Alles richtig gemacht. Naja, irgendwann, ne, werden wir uns mal ein eigenes Pferd kaufen. Damit das nicht immer sofort abhaut. Ne? Aber im Augenblick ist das doch eine ganz gute, preiswerte Lösung. Das weiß keiner, dass das nicht unser ist. Wo kein Kläger, da kein Richter, da ist keiner, der Anspruch drauf erhebt. Die, die darauf Anspruch erheben könnten, die gibt es nicht mehr. Die haben wir... ja, eines Besseren belehrt. Da stand schon wieder einer. Aber da muss man immer vorsichtig sein. Mit den Leuten, die da einfach so rumstehen. Das können auch Diebe und sowas sein. Eieiei. Und vor allen Dingen, wenn wir absteigen, ist das Pferd weg, ne? Das muss man auch mal sehen. Oh, das ist wieder ein Wolf. Wir ignorieren den mal. Wir reiten mal weiter. Weg ist er. Den haben wir ganz geschickt ignoriert. Das können wir gut. Und da sind wir schon wieder in Flusswald. Na guck. Hier waren wir länger nicht. Wack, 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 wack. Ah, guck mal. Da sind auch die Wachen. Das hier war auch noch das mit dem Dingens, ne? Mit dem Mika und dem Elf, die sich da um das Mädchen da bemühten. Ach, guck mal. Jetzt sind die hier. Die haben hier ihr Lager. Und hier sind auch diese komischen Tiere. Die so komisch aussehen, genau. Ah,
Ah, das sind Vögel. Ich denke aber, das sind das. Was ist denn das für rot? Was sind denn das für rote Dinger? Das sind Vögel. Wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. So. Wir müssen auch irgendwann diese drei Steine noch kommen. Wo wir den Kriegerstein gewählt haben. Da ist schon wieder ein Wolf. Hau ab. Hau ab, Wolf. Geh weg. Ich will nicht absteigen und kämpfen. Obwohl ich ja versucht bin, hier abzusteigen und den Stein zu wechseln. Ne? Nach dem Diebesstein, damit das Schleichen und so schneller gelernt wird. Hier. Das ist der, den wir gewählt haben. Der ist überhaupt nicht mehr aktiv, oder? Ah, Pferd, bleib stehen hier. Diebestein. Du kannst lernen alle Heimlichkeitsfähigkeiten schneller. Den habe ich. Halt, bleib hier. Nein, wir bleiben dabei. Haha. Nicht schnell. Wenn man schnell ist, kann man auch das Pferd wieder haben. Sehr praktisch. Naja, da bin ich mal gespannt. Jetzt kommen wir gleich nach Helden. Hoffentlich kommen wir einfach gefahrlos dahin. Nur nicht, dass da schon auf dem Weg irgendwas ist. Da geht's Richtung Helden. Genau. Da bin ich mal gespannt. Weil er einfach so hin können. Das Pferd hat einen weiten Weg zurück. Auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ist das hier richtig? Sind wir hier noch richtig? Eieieiei, mit dem Nebel, man sieht ja kaum was. Oh, hier sind? Ne. Aber hier ist noch Weg, oder? Ich denke schon. Ich denke schon, dass hier noch Weg ist. Hm. Wo sind wir denn hier? Wo reiten wir denn jetzt hin? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Frage ich mich gerade. Lass uns mal auf die Map gucken. Naja, da ist Lustwald. Wir reiten wieder zurück. Nein. Ach komm. Wir müssen nach Helden. Wir reiten schon wieder Richtung Lustwald. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war nicht der richtige Weg. Hier irgendwo? Lass uns gucken. Lass uns gucken. Das ist immer noch hier bei Flusswald. Wir müssen dahin. Irgendwo sind wir falsch abgebogen. Aber ganz klarer Fall. Aber ist bei dem Wetter auch, ne? Da bleibt ja nie aus. Ganz ehrlich. Mann. Das bleibt nicht aus bei dem Wetter hier. So, jetzt aber hier müssen wir da irgendwo mal hin hier. Komm. Ah, da ist der Weg. Hier geht's hoch. Da geht's hoch. Oh, hier geht's links hoch. Hier? Ist das der Weg? Könnte sein, oder? Ich glaube, das ist er. Hier sind auf jeden Fall Lampen. Ich denke mal, das wird er sein. Lass uns noch mal gucken. Ja.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Sehr schön, sehr schön. Ja, eigentlich müssten wir absteigen und schleichen, wenn ich ganz ehrlich bin. Was bist du denn für ein Wauzi? Wollen wir so machen. Da. Wow, 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 wow. Auch ein schönes Anfangsbild. Mal gucken, was wir nehmen. Ja, hier ist Helden. Dann würde ich sagen, werden wir mal hier unser Pferd verlassen. Oder aber auch, wir werden die einfach für heute Feierabend machen. Und werden dann beim nächsten Mal weitergehen. Und dann werden wir hier in Helden rein. Und dann gucken wir mal, wie da drin aussieht und was so auf uns zukommt. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr schaut. Schöne Grüße von Sildrain, von Opa Helmi aus Skyrim. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.